Das war schon eine wirkliche Revolution, weil auf einmal die Tür zur Vielfalt aufgegangen ist. Ich möchte es fast vergleichen mit dem, wie überhaupt das Fernsehen gekommen ist. Wenn ich mir es aussuchen kann, ob ich im Internet bin oder vor dem Fernseher sitze, würde ich wohl eher das Internet bevorzugen. Der Bursch schaut mittlerweile am Laptop Fernsehen, das Dirndl am Handy und meine Frau, glaube ich, schaut noch immer in die gute alte Glotze. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit Information und Informationstechnologie ganz wesentlich ist und dazu gehört auch das Fernsehen und dazu gehört natürlich auch vor allem das Internet, das ja auch über Kabel vertrieben wird. Also die Entscheidung, dass wir Kabelfernsehen in unserem Unternehmen damals SAFE gemacht haben, ist sicher richtig. Es ist auch richtig, dass das heute weitergeführt wird. Es ist auch von großem Vorteil, dass man ja mehr machen kann mit einem Kabel, als nur Fernsehbilder übertragen. Wir waren ja damals Pioniere und da haben wir so ein Kabel graben mit einem Grabgerät und das Kabel war grün. Und das war eigentlich, früher hat es nie ein grünes Kabel gegeben, ein Erdkabel, ein grünes Kabel gegeben. Und da sind halt die Leute vorbeigegangen und haben gefragt, was ist denn das für grünes Kabel? Dann haben wir es, weiß Gott wie oft, erklärt, was das Fernsehen, haben das uns nicht geglaubt. Nicht? Dann ist einmal einer vorbeigekommen und haben gesagt, ja, das ist für eine Erdbebenvorwarnanlage. Weil es ist ja in der Nähe von Kaprun, haben wir gesagt, wenn die Stauseen zu brechen drohen, dann ist das fürs Erdbeben. Es ist heute ja Internet drauf, es ist Telefonie drauf. Ich darf natürlich sagen, als Pensionist dieses Unternehmens, ich habe alle drei Sparten im Betrieb. Wir hatten ursprünglich nur 5 Programme. Dennoch wurde und wird die Raumfahrt als Sinnbild des Fortschritts schlechthin propagiert. Einer der Höhepunkte der derzeitigen Falco-Sommer-Tournee ist die Nummer Sound of Musik. Fernsehen katastrophal. Ich liege da im Schatten vom Geisberg, bin schon mit einem Techniker einen halben Nachmittag am Dach umherum gekrackelt. Kein Empfang, nur Schnee. Das Einfachste ist, wir legen gleich das Kabel mit fürs Fernsehen und du hast das Kabelfernsehen mit dem Strom alles in einem. Ja, heute sind wir natürlich so weit durch die tolle Übertragungstechnik im Netz, dass wir eben doch in Superqualität nicht nur 36 Analog-Fernsehprogramme anbieten können, einschließlich der Panoramabilder, sowie auch 25 Analog-Radioprogramme im UKW-Bereich und ferner inzwischen fast 120 digitale Programme, wobei eben auch viele jetzt in High Definition sind. In HD-Qualität ist natürlich als Fernsehbild das Nonplusultra. Gerade bei jüngeren Generationen sieht man, dass die Medien immer mehr verschmelzen. Weil es ist irgendwie, ich kann schauen, was ich will, wann ich will. Ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Programmintendanten oder sonstigen. Ich glaube, Fernsehen wird im Internet stattfinden. Das war wirklich so eine Geschichte, dass ich am Nachmittag eigentlich Teletext schauen wollte und habe genau gesehen, die ersten Bilder wieder da, und habe mir gedacht, was ist jetzt das? Also es war wirklich ein Schockerlebnis. Also Kabel-TV ist definitiv ein Zukunftsmedium. Das Kabelfernsehen ist ja heute viel mehr als einfach nur Fernsehen. Wir bieten auch über unser Kabelnetzwerk Internet und Telefonie an. Und gerade durch den Internetanschluss können wir den Kunden eben einen leistungsstarken Internet-Hin- und Rückweg anbieten. Und habe mich dann am rechten Fuß eigentlich probiert abzustützen, aber es war dann so ein Trampolineffekt. Ich bin jetzt mit dem rechten Fuß ausgekommen, eigentlich darüber hinaus, bin dann nach vorne beschleunigt und habe natürlich irrsinnig Höhe und, aufgenommen dann mit dem Ganzen. Und habe mir dann gedacht, ja, ich komme ein bisschen schräg, aber ich werde ein bisschen die Linie verlieren, aber wenn ich dann aufkomme, dann fahre ich das Tor ein bisschen weiter von hinten. Jedenfalls sind die Ski immer weiter und weiter nach oben gekommen und dann habe ich schon gemerkt, also irgendwie bin ich ein bisschen manövrierunfähig. Und mein größtes Ziel war dann nur mehr eigentlich
heil davon zu kommen. Ich habe leider keinen Kabelanschluss. Ich lebe in Morzg und ich möchte demnächst ein Kabel. Das kann ja nicht so teuer sein, oder? Jetzt habt ihr 100.000, weiß ich nicht, her. Legt einmal ein paar Meter Kabel Richtung Morzg. Tschüss. Tschüss. Tschüss.